Geh raus aus deinem Kopf, genau dasselbe wie bei dem Produkt. Mach einfach. Durch das Tun entstehen die Dinge. Durch das Tun fallen Dinge runter. Ja klar, aber wenn du nichts machst, kann nichts runterfallen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit den Unternehmensathleten, der Podcast für dein persönliches und unternehmerisches Wachstum. Mein Name ist Alexander und an meiner Seite der Michael. Servus. Servus, servus, dass du auch mit dabei bist. Heute mit einer interessanten Folge, mit einer spannenden Episode. Noch ich dachte, die Frage kommt. Darfst dich ein bisschen ausruhen, vorbereiten auf das, was dich erwarten wird mit der Folge. Wir wollen heute mal über unsere Wins, unsere Learnings auch ein Stück weit aus den letzten 2 Jahren Unternehmensathleten sprechen, euch wirklich unsere Erfahrungswerte dort mitgeben. Lass das nochmal ganz kurz wirken. 2 Jahre. Breathe in. Ein Insider. Bevor wir starten, natürlich habe ich heute auch wieder eine Frage mitgebracht aus dem Sport. Und ich glaube, du kennst die Antwort. Oh weh. Dieses Mal. Beim letzten Mal wusste ich es auch. Und beim vorletzten Mal auch. Dieses Mal kennst du sie. Wunderbar. Was ist die Crunch-Time? Oh mein Gott. Dieses Mal weißt du es. Ganz sicher. Come on. Wir haben gerade Basketball-Weltmeisterschaft. Jetzt habe ich ja schon verraten, in welcher Sportart. Ich kenne den Grinch. Aber Crunch-Time. Was bedeutet denn Grinch oder Crunch? Huddle, ne? Also die Crunch-Time ist wahrscheinlich dann, wenn sich das Team zusammenhuddelt, weil sie irgendwas besprechen wollen. Und da kriegen sie eine Minute Auszeit oder so. Mhm. Nein. Nein, gut. Hast du noch eine Möglichkeit? Jetzt schon sagen. Crunch-Time, keine Ahnung. Wirklich null. Was könnte, wenn das nicht so ein Huddle ist und eine Pause wird es auch nicht sein. Ja. Und Crunch, was heißt Crunch? Crunch ist ja... Ja, knirschen. Knirschen, ne? Also Crunch. Also ist das, ich meine, im Basketball gibt es ja, ist es dann, wenn sie vor dem Ding irgendwie sich da die Köpfe einschlagen? Wann schlagen die Basketballer sich die Köpfe ein? Na, wenn der eine rauf möchte und der andere will den Ball weg vom Tor. Von dem, ich glaube, du verwechselst das mit Rugby oder so. Heißt das da oben überhaupt? Die Crunch Time ist die letzte und entscheidende Minute. Aha, na spannend. Wieder was gelernt, was der Mensch nicht braucht. Gut, lass uns zum heutigen Thema kommen. Ich habe schon vorweggenommen. Selbstverständlich. Natürlich. Jeder weiß das. Okay, sorry. Zum heutigen Thema kommen. Ja, das heutige Thema. 2 Jahre Unternehmensathleten. Mega. Gestern, zwei Jahre. Ja, gestern, also 4. September, genau. Heute ist die Folge wird also wahrscheinlich ein bisschen später rauskommen. Ja, genau, aber für uns in der Zeitrechnung gestern, für dich vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen, 3. September wurden wir offiziell in das Firmenbuch in Österreich eingetragen. Wir haben ja in Wien gegründet, wir haben ja jetzt auch unsere Firmenbase, Homebase wieder in Wien. Und damals war ich ja auch noch in Wien und da haben wir gesagt, lass uns doch dieses Netzwerk und auch das Wissen hier nutzen sozusagen. Mein Netzwerk an Lieferanten und Co., Notar und dergleichen, die Workflows, die kennen wir hier, also lassen wir hier gründen, die GmbH und alles hier eintragen. Hat dann ein bisschen gedauert, weil wir haben das im August gemacht und bis dann alles safe war bei einer GmbH, dauert das am Anfang immer ein bisschen länger. Am 3. September war es dann soweit, offizielle Firmeneröffnung. Wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Das haben wir so oft die Frage gestellt bekommen. Ja. Müssten wir eigentlich fast nochmal aufgreifen. Yes. Es gibt eine einzelne Folge dazu. Ich glaube, eines der ersten, die erste. mit auch der entsprechenden Vernetzungsanfrage, ich damals am 1.9. vor 3 Jahren, 2020, dem Michi gestellt habe. Und seither, das können wir, glaube ich, auch gerne erzählen, haben wir uns jeden Tag ausgetauscht. Yes. Ja, virtuell über Zoom, dann auch immer wieder vor Ort. Ich bin nach Wien gekommen, Michi zu mir. Wobei, nach München. Das hat ja fast ein halbes Jahr gedauert. Ne? Also fast ein halbes Jahr haben wir uns täglich per Zoom ausgetauscht, bevor wir uns dann das erste Mal offline auch tatsächlich kennengelernt haben. Das war ja schon Covid, das darf man nicht vergessen. Es war ja schon Lockdown zu der Zeit.
Und deswegen haben wir ja auch das eine oder andere Mal, wo wir gesagt haben, hier, lass uns auch treffen, offline mal, ist ja dann sozusagen durch Covid irgendwie ins Wasser gefallen, weil dann wieder, wir wollten, erinnere dich, wir wollten ja im Dezember, wir haben uns im September also nochmal so eine Zeitrechnung kennengelernt und im Dezember wollten wir nach Kapstadt. Mhm, und stimmt. Dann sind da die Zahlen enorm hochgegangen und alle Flüge wurden abgesagt. Mhm. Also ist das ins Wasser gefallen. Ja. Ja, ja. Dann wollten wir nach Dubai. Dann hat einer von uns beiden, überleg mal wer, keinen Reisepass gehabt. Also dann ist es nur Wien geworden. Musst du das hier droppen? Yes. Einer von uns hatte keinen Reisepass. Einer von uns. Genau, dann bin ich nach Wien gekommen und Das war ein so wichtiges Wochenende. Richtig, ja. Für uns beide. Das hätten wir in Dubai niemals hinbekommen. Also hat auch wieder seinen Grund gehabt, warum ich damals den Reisepass nicht vergessen hatte, sondern er war abgelaufen. Ja, genau. So. Genau. Wochenende in Wien verbracht, da so auch wieder den Grundstein war so ein Stück Woche, weit glaube ich sogar. Gelegt. Ja. Genau. Nach meinem alten Büro. Und auch das dürfen wir, glaube ich, sagen. Wir haben zu Beginn, also vor der Zeit Unternehmensathleten, hatten wir ja auch eine gemeinsame Mission uns erarbeitet, ja, und zwar im Networking, richtig, Network Marketing, und haben da auch ein Team aufgebaut, bis wir dann für uns eigentlich erkannt haben, hey, halt mal, lass uns doch mal unsere Kompetenzen irgendwie zusammenführen. Ja, ich komme aus dem Sport, Gesundheitsbereich, Persönlichkeitsentwicklung, du auch. Nur hattest du noch weitere Kompetenzen, hast ja zuletzt das größte Medienhaus hier in Wien aufgebaut, das Ganze von 4 auf 400 Mitarbeiter skaliert. Lass uns doch diese Synergien nutzen. Mhm. Und dann haben wir uns dazu entschieden und entschlossen, eine eigene Firma zu gründen. Yes, mit Unternehmensathleten. Ja. Ja. Auch der Name war schnell gefunden. Unternehmer, Athlet. Einer von uns hat ihn mitgenommen. Richtig, du hast ihn mitgenommen und ich habe sofort gesagt, ja, das passt. Da lassen wir uns gar nicht lange drüber nachdenken. Der passt sehr, sehr gut. Wir bekommen seither ja gerade auch auf den Namen immer wieder sehr, sehr, sehr gutes Feedback, weil sofort was transportiert wird. Für die einen, für die anderen nicht. Darfst du dich fragen, ob du zu den einen oder zu den anderen gehörst? Nee, sonst würdest du diesen Podcast ja gar nicht hören. Dementsprechend gehörst du dazu. Für dich resoniert dieser Name und deswegen bist du da. Ja, und jetzt sind wir da. 2 Jahre nach der Gründung hat sich viel getan, hat sich einiges getan. Der Abschluss dieser 2-jährigen Journey, wobei der Abschluss nicht der Journey, sondern eben nur dieser 2 Jahre, war ja jetzt in unserer Klausur. Da haben wir uns ja nochmal hingesetzt. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, wir haben eine Folge gemacht, wie so eine Klausur abläuft, wo wir da genau waren, in welchem Ort in Österreich, was wir da 4 Tage lang gemacht haben. Und vor allem haben wir eins gemacht. Wir haben uns hingesetzt und haben uns unsere Wins und Learnings der letzten 2 Jahre nochmal angeschaut. Und da wollen wir dich heute mitnehmen. Ganz genau. Gestartet eben mit der Gründung und mit unserem ersten Webinar. Richtig. Ja, damals November 2021. Viele Anmeldungen. Wahnsinnig viele Anmeldungen. 320, um es genau zu nennen. Ja. Und Wahnsinn, ne? Am Ende des Tages waren dann halt doch nur weniger als 10% in diesem Zoom-Raum. Ja, wir waren, also A, die 322, wir waren wahnsinnig gehypt und gesagt, hey, wow, unser erstes Webinar. Mhm. Wir haben im August gegründet, September, wie wir gerade gesagt haben, wir waren eingetragen, im November, also wir haben ein paar Monate Vorbereitung gemacht und haben dann nur über LinkedIn, über unser damaliges LinkedIn-Netzwerk, wir haben ja keine Werbung gemacht, nichts, wir haben rein über unser LinkedIn-Netzwerk ein Event gemacht und hatten 322 Anmeldungen. Also A, Riesen-Win, möchte ich mal sagen. War uns damals auch schon klar, dass das ein Riesen-Win ist. Und dann waren 26 Menschen da. Mhm. Dann kam mal die große Ernüchterung. Auch kurz die Enttäuschung, oder? Wir haben dann trotzdem natürlich perfekt geliefert. Das war ja alles gut. Ortszeit Dubai, 23 Uhr. Richtig, ja. Weil wir waren ja gerade in Dubai zu der Zeitpunkt. Aufgrund von Network Marketing ja auch. Mhm. Kann man ja dazu sagen. Wir waren gerade aufgrund einer Convention dort und haben uns gesagt, gut. Und die Erwartungshaltung war natürlich, dass wir daraus Business machen. Mit 322 Anmeldungen war unsere Erwartungshaltung, dass wir da einige Interessenten gewinnen können, die mit uns gemeinsam dann ins neue Jahr, damals 2022, starten. Wir haben unsere Kunden daraus gewonnen. Gleichzeitig waren wir natürlich im ersten Moment mal enttäuscht, weil wir haben damit gerechnet, dass plus, minus, ich sage jetzt mal, vielleicht 100 Menschen kommen. Und daraus dann eben ein gewisser Prozentsatz auch zu unseren zahlenden Kunden wird. Aber war eben nicht so. Richtig. Wir haben trotzdem nicht aufgegeben.
wie sagt man so schön, den Kopf in den Sand gesteckt. Obwohl in Dubai echt viel Sand ist. Und wir echt einen Grund auch dafür hatten eigentlich. Hatten wir eigentlich, ja. Nichtsdestotrotz sind wir ja dann auch weitergezogen, yes. Ortsbedingt. War das dann schon? Das war schon die Journey, das war unser Auftakt der Vacation. Phuket, oder? Ja. Danach sind wir nach Thailand, ja. Und hatten es da aber dann auch geschafft, wie du sagst, wir hatten schon den einen oder anderen Kunden eben aus dem Webinar gewinnen Richtig. Können, aber vielleicht einfach noch nicht unserer Erwartung entsprechend. Ja. Und dann zum ersten Mal auch unser Versprechen vielmehr, wenn man mit uns zusammenarbeitet, fünfstellige Monatsumsätze ja. innerhalb kürzester Zeit generiert. Vielleicht zwei Botschaften, warum wir dir das erzählen. Das erste ist, auch aus 26 Interessenten, und da lass uns noch dazu sagen, die Hälfte waren Freunde und Bekannte, weil das war unser erstes Webinar. Klar waren da Freunde und Bekannte auch mit dabei. Also netto gesehen waren da vielleicht 15 echte, neue, frische Interessenten oder potenzielle Interessenten drinnen. Und ein Webinar ist in erster Linie ja kein Verkaufsgespräch. Das heißt, es sind ja auch Menschen, die vielleicht einfach nur mal vorbeischauen, sich inspirieren lassen, etwas mitnehmen, selbst umsetzen wollen. Und die Botschaft eins ist, auch mit dieser Anzahl ist es möglich, Kunden zu gewinnen. Mhm. Das war auch unser Learning. Ja. Das zweite Learning ist, was du gerade gesagt hast, fünfstellig. Warum sagen wir fünfstellig? Warum gehen wir damit raus, dass es das wichtigste Ziel ist für dich als Selbstständiger, als Unternehmer, nichts anderes am Anfang zu tun, als dieses Ziel anzupeilen. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Fünfstellig heißt im Worst-Case-Szenario 10.000 Euro Monatsumsatz. Wir sprechen von Monatsumsatz. Natürlich ist auch noch 99.000 Euro fünfstellig. Mhm. Aber wir sagen ja, im ersten Step geht es mal darum, dass du fünfstellig wirst. Also lass uns das in Zahlen gießen. 10.000 Euro mindestens Monatsumsatz hast für dich als einzelner Selbstständiger. Warum das essentiell ist und wichtig ist, rechne es hoch. Dann rechnen wir von einem Jahr, sind das 120.000 Euro Umsatz brutto. Also zieh mal deine Fixkosten ab, zieh dein, selbst wenn du nur Laptop, Internet, selbst wenn du wenig hast, dann gibt es trotzdem Krankenkasse, Sozialversicherung, Einkommensteuer, ein bisschen Puffer, damit du, wenn mal irgendwas ist, flexibel bleibst und das auch bezahlen kannst, dann ist das eigentlich nicht viel Geld. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, du brauchst gar nicht so viel Geld, dann gibt es dir die Freiheit, um recht rasch Buchhaltung, Webseite, all diese Dinge nicht selbst zu machen. Yes. Und das ist der Grund, warum wir sagen, es ist wichtig, so schnell wie möglich, als schnell ist ja immer relativ, aber das als erstes wichtiges Ziel, als erster wichtiger Meilenstein anzupeilen. Ja, ich finde es schön, dass du es nochmal verdeutlichst. Mhm. Hat auch bei mir ein bisschen gedauert, das auch für mich zu verstehen, warum es so wichtig ist. Und heute möchte ich es auch nicht mehr missen, keine fünfstelligen Monatsumsätze mehr zu haben. Lass uns weitergehen. Jahr verlief dann eben, wir haben viele... soll ich sagen, Einzelunternehmer begleitet. Lass uns vielleicht auch noch da ganz kurz bleiben. 322 Anmeldungen, 26. Weil das, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben schon ein bisschen den Kopf in den Sand gesetzt. Wir haben uns mal die Wunden geleckt ein bisschen, waren mit den ersten Kunden beschäftigt, die wir daraus gewonnen haben und haben dann gesagt, ich glaube, es war so im April, lass uns dieses Thema wieder angehen. Lass uns dieses Thema meistern. Weil es kann ja nicht sein, dass wir 322 Anmeldungen haben und dann nur 26, nur unter Anführungszeichen 26 Interessenten gewinnen können aus den Anmeldequoten. Es waren ja viel, viel mehr Menschen eigentlich an dem Titel, an dem Webinar, an dem Thema interessiert. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns alles unter dieses Motto gestellt. Wir haben das gemeistert, jeden einzelnen Schritt. Wir haben die Inhalte nicht gemeistert am Anfang, weil es bringt mir nichts, auf die Inhalte zu schauen, sondern wir haben die Showrate in die Höhe gebracht. Wir haben jeden einzelnen Schritt gemacht zwischen Anmeldung und Showrate, also die Menschen, die dann tatsächlich da waren. Wir haben im nächsten Webinar die Inhalte angepasst. Wir haben im übernächsten Webinar wieder etwas angepasst. Wir haben die nach dem Webinar, haben wir diese Schritte gemeistert, um die Menschen in den nächsten Schritt zu bekommen. Also wir haben diesen gesamten Webinar-Funnel auf LinkedIn, ausschließlich auf LinkedIn, dermaßen gemeistert, dass wir heute erstens im letzten Jahr fast alle unsere Kunden durch ein Webinar gewonnen haben, also den Großteil, und zweitens, dass wir unsere Showrate im Schnitt auf 50-60% gehoben haben, ja. Und dass wir die Menschen auch dann in den Closing bekommen. Ja. Ich glaube, das ist einer der größten Wins für uns, weil das ist auch etwas, was wir natürlich unseren Mentees weitergeben. Kann man sich ja ausrechnen,
was das bedeuten würde, hätten wir 320, mhm, sei auch dazu gesagt, die Zahl haben wir nie mehr erreicht, nie mehr, ja, was die Anmeldungen anbelangt. Also da wären dann 160 Menschen gewesen, bei der jetzigen Showrate, die wir haben. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir Minimum 35, 40 Menschen in dem, yes, im Zoom-Raum. Und das ja, ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass wir diese Schritte gemacht haben. Vielleicht auch an der Stelle, das ist nämlich auch wichtig, warum haben wir es nie wieder geschafft? Ich glaube, wir haben das sogar mehr als noch viel höhere Zahlen erreicht. Mhm. Wir haben nämlich ein paar Schritte umgestellt im Anmeldeprozess. Also heute ist die Anmeldung mit mehr Commitment dahinter. Damals war die mit weniger Commitment. Ja. Heute ist sie mit mehr Commitment, weil es ist eine Double-Opt-In-Geschichte, dass du dich anmelden musst sozusagen, jetzt mal rein technisch. Ja. Das heißt, du wirst nochmal gefragt, ob du dich wirklich anmelden möchtest. Und dadurch ist das Commitment der Anmeldung höher. Und wir haben jetzt im Schnitt immer so zwischen 60 und 110. Unsere höchste war, glaube ich, 110 oder 120 bei der Coaching Revolution. Und das heißt ja, wenn ich jetzt sage, okay, die Menschen mit mehr Commitment und damals was weniger Commitment, könnten ja theoretisch die 110 ohne dem Commitment vielleicht auch 300, 400, 500 gewesen sein. Das wissen wir ja nicht. Ja. Ja. Gut, lass uns weitermachen. Mhm, gerne. Genau. Wir haben im Mai begonnen, letztes Jahr dann, 2022, haben wir im Mai begonnen, als wir auch wieder mit den Webinaren begonnen haben, haben wir gesagt, okay, wie können wir die füllen? Und bekommen wir neue, spannende Interessenten her, Interessierte her, die einfach sagen, an den Inhalten, die wir geben in den Webinar, sind interessiert, lass uns neben dem Content auch noch ein zweites Content-Format, aber weiterhin auf LinkedIn etablieren. Und wir haben begonnen, dann zweimal die Woche live zu gehen. Wir sind dann von Mai 2022, jede Woche waren wir, ich glaube, es war immer dienstags, die Unternehmensathletenstunde live, haben dann einen coolen Tribe aufgebaut damals, haben einige Menschen immer wieder auch mitgenommen, es waren die gleichen Menschen teilweise da, das fand ich richtig cool, weil wir dann schon, zum Beispiel die Tina, liebe Grüße an der Stelle, Tina, du fällst mir jetzt gleich ein, oder auch die liebe Sandra, die dann immer wieder dabei waren, ihre Fragen gestellt haben. Und das war dann spannend, einmal auch tatsächlich die Inhalte direkt live dir, lieber Zuhörer, weitergeben zu können. Yes. Und dann haben wir uns auch wieder überlegt, wie können wir noch einen größeren Impact irgendwie auch bewirken. Mhm. Ja, wir haben bis dato, Mai, Juni, nur in Anführungsstrichen Einzelkunden gehabt, also unsere Einzelunternehmer. Richtig. Wie können wir einen größeren Impact bewirken? Und dann haben wir uns überlegt, komm, lass uns das Ganze doch, lass uns den Grundumsatz erhöhen, so kann man eigentlich auch sagen, mhm, sprich zu mehreren Menschen zugänglich machen. Und dann war für uns relativ früh klar, okay, lass uns ein Mentoring daraus bauen. Mhm. Und ohne, und das ist, glaube ich, auch spannender Mehrwert für dich, der das sieht oder auch hört, ohne dass wir mit dem Produkt schon ansatzweise fertig waren, haben wir es promoted bzw. verkauft. Also was ich damit sagen möchte, wenn du mit einer Masterclass, mit einem Online-Kurs oder dergleichen liebäugelst, dann geh jetzt in diesem Moment damit raus, es zu promoten. Yes. Und genau so haben wir es gemacht und durften dann unsere erste Gruppe im August letzten Jahres haben wir gestartet, starten. Ja. Ursprünglich wollten wir eigentlich nie One-to-One, Two-to-One forcieren. Wir wollten ja von Anfang an nicht nur skalieren, sondern einfach auch immer Impact mit mehreren Menschen gleichzeitig vorangehen. Hat damals ja nicht geklappt, weil es zu wenig Menschen waren. Deswegen sind wir ins One-to-One und Two-to-One gegangen. Und das auch wichtig war, ne? Richtig, ja. Wir haben viel gelernt mit unseren Kunden. Wir haben gesehen, wo sind die Gemeinsamkeiten. Ja. Und auch in der ersten Gruppe haben wir wahnsinnig viel gelernt. Auch in jeder Gruppe lernen wir viel und passen das für die nächste Gruppe wieder an. Also in Wahrheit hast du ja immer, wenn du jetzt mit uns in der nächsten Gruppe startest, hast du immer die beste Gruppe, unter Anführungszeichen, immer die neuesten Learnings drinnen. Mhm. Wir verändern ja jedes Mal wieder was neu. Das heißt, es macht ja natürlich immer Sinn. Wir haben damals die erste Gruppe, weil du sagst, aber auch ganz klar und bewusst mitgenommen. Mitgenommen in dem Sinn, dass sie die Ersten sind. Mitgenommen in dem Sinn, dass wir gesagt haben, wir haben das One-to-One, Two-to-One-mäßig jetzt mehrere Monate mit mehreren Kunden gemacht. Wir wissen, dass die Strategien funktionieren. Wir sehen, dass sie auch bei anderen funktionieren. Wir können das gut umsetzen.
Gleichzeitig gibt es vielleicht das eine oder andere Video in der Gruppe, das vielleicht noch nicht on point ist. Oder es gibt vielleicht das eine oder andere Workbook, das noch fehlt. Das kommt dann eben vielleicht in 2-3 Wochen, wird das nachgeliefert. Also diese Transparenz haben wir gegeben. Und wir haben auch der Gruppe gesagt, wir wollen dieses Feedback. Du bist der Erste in dieser Gruppe mit dabei. Das ist unsere erste Gruppe. Wir erwarten uns Feedback. Und dadurch haben wir auch so eine richtig kleine, spannende Gruppe von, ich glaube, es waren damals 8 Menschen. Mhm. Und diese 8 Menschen waren richtig begeistert, uns Feedback geben zu dürfen. Also auch in dieser Rolle zu sein. Nicht nur Menti, nicht nur Kunde, sondern gleichzeitig auch uns etwas zurückzugeben. Und dadurch haben wir eine coole Gruppe, diese erste Gruppe, ongeboardet. Damals waren es 4 Monate. Heute stehen wir da jetzt, dass wir jetzt gerade aktuell die 3. Gruppe haben und mit der 4. Gruppe onboarden im Oktober. Freue mich mega drauf, jetzt die 4. Gruppe zu starten, zu beginnen. Wenn du sagst, du möchtest einer von den 12 Teilnehmern sein, die diese Gruppe geschlossen über 6 Monate lang persönlich, unternehmerisch zu begleiten, zu wachsen, in deinem Business Fokus zu machen. Einmal pro Woche treffen wir uns, machen einen coolen Deep Dive, machen eine coole Live-Session. Du hast die ganze Masterclass über mehrere Monate, all diese Unterlagen, die seit über einem Jahr immer wieder neu angereichert werden, immer wieder neu verbessert werden. Wenn du sagst, hey, das interessiert dich, das findest du spannend, dann findest du in den Shownotes den Link. Lass uns gemeinsam reden, lass uns gemeinsam hinschauen und vielleicht bist du einer von den 12. Yes. Die Gruppen haben wir ja somit gemeistert. Das war ein spannender Win und für dich auch nochmal das Learning auf den Punkt gebracht. Geh raus. Alex hat es gerade gesagt. Versperr dich nicht ein. Bau nicht irgendetwas, was aus deinem Kopf entspringt, sondern geh raus, hol dir Feedback und dann verkaufst du das beste Produkt. Und andersrum, hab keine Angst, dass du 10 Menschen erstmal findest, 8 Menschen, weil unser Ziel war auch 10 zu finden. Wir haben dann 8 gefunden und haben dann mit 8 gestartet, sagen wir es auch so dazu. Und wir sind mit diesen 8 Menschen gestartet, ohne dass es noch perfekt war, ohne dass diese Videos alle noch abgedreht waren. Aber wir hatten einen riesen Vorteil. Wir hatten 8 Kunden, wir hatten 8 Zusagen, wir hatten 8-mal Geld am Konto. Yes. Ja. Und aus diesen 8 Personen ist dann letztendlich auch das Produkt wirklich entstanden. Also wir haben es mit, unsere Kunden haben es mitentwickelt. Richtig, das ist ja auch näher, was Schönes. Ja, näher dran an der Entwicklung kannst du ja gar nicht sein, ja, am Bedürfnis des Kunden. Genau, also Gruppe war mega und wir haben uns ja auch hier immer die Frage gestellt, wir haben es gesagt, 5-stellig, wir sind recht rasch. Auch wir selbst mit unserem ersten Kunden damals nach diesen November-Geschichte, also ab Dezember waren wir 5-stellig und wir waren das dann jeden Monat. Auch jetzt jeden Monat sind wir immer noch 5-stellig. Das wächst. Unser Ziel ist es, im nächsten Jahr dann übers ganze Jahr 1 Million Umsatz zu erreichen. Und da ist es natürlich wichtig, wo schauen wir hin? Wo können wir die Hebel ansetzen? Eine Gruppe, eine Masterclass, Zeit gegen Geld ist ganz klar. Also für dich als Selbstständiger, wenn du sagst, wo möchtest du hinschauen, ist es natürlich wichtig, sich da mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und auch wir haben uns beschäftigt und gesagt, okay, wie können wir noch mehr Reichweite? Wie können wir noch mehr Sichtbarkeit? Wie können wir vor allem aber auch noch mehr Menschen einen Impact erreichen und einen Tribe bilden? Also ist Anfang des Jahres eine coole Idee entstanden. Alex hat mich plötzlich... Das war, nachdem wir uns ein paar Tage rausgenommen 3. haben. 3. Januar, glaube ich. Du hast dich mit deiner Familie rausgenommen. Ich bin ein paar Tage später dann auch zu dir ins Allgäu nachgekommen. Und wir haben da auch noch ein bisschen uns rausgenommen. So eine kleine Mini-Klausur war es gar nicht. Also nicht so offiziell zumindest. Aber da spinnt man natürlich trotzdem immer als Selbstständiger Ideen und Ähnliches. Und dann sind wir zurück und plötzlich kriege ich einen Anruf und sage, wir müssen das machen. So, was müssen wir machen? Okay, wir machen. Also wir haben nicht lange überlegt und zwar, wir haben eine Challenge gegründet. Wir haben The UA Project ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, Neujahrsvorsätze, nee, nicht wirklich. Ja, und haben 120 Menschen damals auf die Schnelle in einen coolen Tribe geführt, in der LinkedIn-Gruppe und haben mit ihnen gemeinsam 4 Wochen lang, oder? Mhm. 28 Tage lang eine richtig coole Challenge gestartet. Yes. Und du sagst es, wir haben uns überlegt, okay, wie können wir die Menschen mitnehmen auf auch diese Journey, auf diese Reise, haben dann eben Workbooks erstellt, die dann tatsächlich fertig waren. Und auch da Dank an unsere Mitarbeiterin, die da uns tolle Workbooks auch erstellt hat. Die liebe Bianca. Genau.
worauf möchte ich hinaus? Genau, wir haben immer eine Inspiration gegeben, was kann man posten, ja, auf LinkedIn. Wie viele Teilnehmer hatten wir jetzt nochmal? 120. 180 Anmeldungen. Anmeldungen, genau, 120. Und ja, da ist einfach so ein Momentum auch erzeugt worden bei jedem Einzelnen, der da mit dabei war. Und ja, das auch einfach als Learning für dich, der das sieht hier, einfach mal tun, ja, in die Aktion gehen, Momentum erzeugen. Gerade zu Jahresbeginn ist das nicht ganz einfach, da wieder nach der ruhigeren Zeit wieder in die Aktion zu gehen. Und ja, das war ein voller Erfolg. Ich glaube, das war es auch ein bisschen der Punkt, den du gerade gesagt hast, warum ich, also ich bin ja der Planer, der Analytiker, ich nehme mir also für diese Dinge viel, viel mehr Zeit und lasse mich da nicht so anstecken. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Momentum in der Kürze, 10x, 20x, was auch immer, da zu starten, sich nicht hinzusetzen, bis alles fertig ist. Die Workbooks waren nicht fertig, wie denn auch? Ja? Wir haben am 3. Jänner beschlossen, dass wir das machen, haben das Team zusammengestellt und haben dann am 8. Jänner, 9. Jänner, eine Woche später haben wir gestartet, haben diese Menschen schnell zusammengeführt und hatten dann das Thema, jeden Tag eine Mail rauszuschicken, jeden Tag ein Workbook rauszuschicken, also alles zu organisieren. Und normalerweise, mein Herz, mein Kopf würde normalerweise sagen, Michael, zuerst setzen wir uns mal hin, wir planen mal die Themen für jeden Tag, wir schauen, dass wir alle Workbooks haben, zumindest so ein, zwei Wochen Puffer im Voraus, hatten wir nie. Also warum habe ich es trotzdem gemacht? Weil so wie du sagst, einfach aus dieser weihnachtlichen Zeit ins neue Jahr mit einem Momentum zu starten, plus heute bin ich nach 20 Jahren Unternehmertum auf dem Level zu sagen, ich mache fünfmal so viel, fünfmal so schnell, verliere 20%, aber habe dadurch trotzdem dreimal oder viermal mehr, als ich sonst hätte. Würde ich ansonsten das Tempo lassen, hätten wir vermutlich erst im Februar die Challenge, wo sie dann vielleicht niemanden mehr interessiert. Ja. Klar hätte das uns mehr Zeit gegeben an Promotion vielleicht und wir hätten vielleicht statt 120 Teilnehmer vielleicht 180, vielleicht hätten wir auch 200, mag alles sein, aber in der Zeit ist schon wieder so viel entstanden, dass vielleicht die anderen 120 nicht mehr dabei sind oder, ja. Deswegen das Learning und die Botschaft an dich, warum wir dir das erzählen, warum wir dich mitnehmen, ist einfach, geh raus aus deinem Kopf, genau dasselbe wie bei dem Produkt, mach einfach, durch das Tun entstehen die Dinge, durch das Tun fallen Dinge runter, ja klar, aber wenn du nichts machst, kann nichts runterfallen. Ja. Das hat mir erst gestern, lass mich das auch noch kurz dazu ergänzen. Ja, tun und auch Mut gehört dazu, wenn wir jetzt drei Buchstaben hernehmen. Aber ich habe da kürzlich was ganz Spannendes gehört. Und zwar das Wie ist auch entscheidend. Das Wie und Was letztlich. Und wenn du noch Unterstützung brauchst im Was und Wie, ja, wenn du nicht so richtig weißt, was und wie du es angehen sollst, dann kannst du dich natürlich jederzeit bei uns melden. Lass uns den Strategie-Call gerne mal kennenlernen. Yes. Ja? Du gehst auf unternehmensathleten.link/Strategie und dann lernen wir uns kennen. Der Kalender entscheidet, ob du zu Alex oder zu mir kommst, je nachdem, wer dann zu der Zeit, die du auswählst, in deinen Kalender passt, auch gerade bei uns frei hat. Und dann lernen wir uns 45 Minuten gemeinsam kennen und wir schauen einfach mal auf deine Situation, auf dein Business. Was hast du alles schon gemacht? Was sind so deine Ziele, deine Visionen? Wie viele Kunden brauchst du vielleicht tatsächlich, um diese Vision auch zu erreichen? Wo hast du das eine oder andere, was vielleicht ein bisschen ein Widerspruch ist, was wir von außen gut sehen können? All das bekommst du von uns in den 45 Minuten als Feedback. Wir sind da richtig gut drinnen, klarerweise, weil wir ja den Blick von außen haben und auf andere Trigger schauen. Und deswegen können wir das sehr, sehr schnell auch erkennen. Und ja, da kriegst du ganz sicher den ein oder anderen spannenden Impuls. Und weil das ja oftmals einfach nicht bekannt ist. Ja, was ist jetzt so der nächste logische Schritt, den ich tun kann? Ja, weil tun wollen wir, die Motivation ist ja da. Es scheitert dann eher so am Was und Wie. Ja, wie gehe ich jetzt die Dinge an? Vor allem, was ist jetzt der richtige nächste Schritt? Ja, das haben wir ja auch immer wieder, dass wir uns dann hinsetzen. Was ist jetzt genau jetzt der konkret nächste wichtige Schritt bei all den Dingen, die da so schön schimmern und aufleuchten und logisch sind. Was war unser nächster Meilenstein? Wir hatten ja unsere ersten Masterclass-Launch.
Das war auch für ein richtiger Meilenstein für uns. Also wenn wir uns nochmal unsere Mehrwerttreppe anschauen, wir haben begonnen, ursprünglich mit der Idee, eine Gruppe zu launchen. Dafür hatten wir noch zu wenig Sichtbarkeit, zu wenig Teilnehmer, also haben wir Two-to-One und One-to-One gemacht. Aus diesem Wissen haben wir dann unsere erste Gruppe gefüllt, weil die Prozesse, die Workflows da waren. Also auch von der Logik her war es sehr, sehr gut, dann eigentlich hat es sich ergeben. Und aus diesen Videos, Workbooks, die wir für die Gruppe erstellt haben, haben wir welche herausgenommen und gesagt, hey, diese Einheit, das wäre jetzt eigentlich eine richtig spannende Masterclass. Auch wiederum hier die Botschaft an dich, setz dich nicht hin und baue eine Masterclass, sondern recycle das, was du sowieso für deine Kunden tust und nimm das und mach daraus eine spannende Masterclass. Yes. Die Masterclass, wie heißt sie? Die Unternehmensathleten-Formel. Da gehen wir natürlich auch gerne den Link in die Shownotes. Könnte spannend für dich sein, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt deinen Content mit deinem spannenden Angebot einfach mal verbinden, denn die Aufgabe von Content ist es nicht zu verkaufen. Die Aufgabe von Content ist es, Vertrauen, Beziehungen aufzubauen. Und wenn du sagst, dein Content verkauft nicht so richtig, Masterclass Unternehmensathletenformel, würde ich dir an der Stelle empfehlen. Ja? Nicht nur, weil sie von mir kommt oder von uns kommt, besser gesagt, sondern weil sie genau das macht. Ganz genau. Dann Podcast Launch, auch in diesem Jahr nicht zu vergessen. Ich glaube, es war Frühjahr. November. Ja. Jahr ist aber jetzt bald. Okay. In 2 Monaten haben wir ein Jahr. Im November 2022. Wir haben ja das ganze Jahr uns auf LinkedIn fokussiert und Ende des Jahres haben wir dann den Podcast gelauncht. Yes. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir uns auskennen bei Podcast Launch. Ich habe meinen vor 3 Jahren gestartet. Yes. Athletengeflüster. Michi, du deinen auch vor 3 Jahren. Hör auf mit selbst und ständig auch da gerne mal reinhören. Und wir wissen, welche auch hier Schritte notwendig sind, um eben auch in den Charts zu landen oder in den Charts zu landen. Mhm. Und das haben wir tatsächlich auch mit unserem Podcast Unternehmensathleten in mehreren Ländern geschafft, unter die Top 10 bzw. Top 3 der Charts zu kommen. Und auch hier feilen wir gerade auch an einer Masterclass. Und wenn du sagst, du möchtest zukünftig in den Podcast starten, dann darfst du dich natürlich auch jederzeit bei uns melden. Und es war auch für uns einfach wieder schön zu sehen, ja, dass unsere Strategien, die wir uns da festgelegt haben, dann auch Früchte tragen. Ja, also mein Podcast, deiner auch damals vor 3 Jahren, landete natürlich auf Platz 1. So natürlich ist es nicht, aber für uns, nach unserem Anspruch und das, was wir wissen und die Strategien, die wir kennen, war es dann sozusagen natürlich. Wenn du heute einen Podcast launchst, das ist ja auch bei vielen im Kopf, den einfach zu launchen, irgendwo hinzustellen, öffentlich zu machen, das reicht leider gar nicht. Mhm. Und wer nicht sichtbar ist, gerade in der Podcast-Welt, findet nicht nur nicht statt, sondern dann bringt dein Podcast nicht. Ja? Der Podcast muss in die Charts, der muss in die Sichtbarkeit. Und wenn du das am Anfang nicht hinbekommst, dann kannst du ihn gleich wieder einstampfen. Und da gibt es einige coole Schritte. Und es war eigentlich toll, dann 2 Jahre später, weil er ist jetzt fast ein Jahr alt, also dass wir vor einem Jahr, 2 Jahre nachdem wir den ursprünglichen Podcast Du, Deinen, Ich, Meinen gelauncht haben, dass wir da ein bisschen adaptiert haben, aber dass es dann wieder geklappt hat. Wir waren in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall in den Top-Charts. Wir waren überall mehrfach in den Kategorien drinnen. Wir waren in der Sichtbarkeit. Wir waren in, und das ist ja spannend, wir waren in Thailand, in Estland, in der Slowakei, also in ganz vielen anderen Ländern auch noch, obwohl wir da jetzt gar nicht so stark promoted haben oder Netzwerk haben, waren wir auch teilweise in den Top-Charts. Also kam dann überraschend. Die Botschaft ist genau das, was du gesagt hast und was wir dir mitgeben wollen. Wenn du einen Podcast launchst, also A, du solltest einen Podcast machen. Podcast ist das Medium schlechthin, wenn du als Selbstständiger, als Experte sichtbar werden möchtest. Nutz das, mach das, schau dahin. Und wenn du es starten möchtest, such dir jemanden, der es kann, der dir die Tipps gibt, der dich da begleitet, damit du dann wirklich das Maximum für dich daraus holst. Yes. Gut, dann haben wir noch die letzten Wins, dass es nicht zu sehr in die Länge gezogen wird. Wir haben ja große Visionen mit Unternehmensathleten. Wer große Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich sage, wer keine Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Okay. Genau, wir sind natürlich immer dabei, auch unser Programm, unser Mentorship weiterzuentwickeln. Uns kam da mal dann die Idee eben des Campus. Mhm. Ja, und da konnten wir dann auch wirklich tolle Persönlichkeiten für uns gewinnen, die Monat für Monat einen Experten-Call abhalten.
also aus den unterschiedlichsten Bereichen, ob ja, Leadership, Selbstführung, wenn ich jetzt an Patrick denke, viel auch mental, Mindset technisch, aber genauso auch die Doro, wenn ich an die Doro denke, an Sales, ja, wie kannst du richtig auch Networking, Netzwerken, und genau, diese Menschen holen wir uns Monat für Monat in unsere Mentorings mit ein und lassen uns von denen inspirieren. Genau, so der erste Schritt in Richtung Zukunft und Vision ist gemacht. Über den Campus wirst du in den nächsten Monaten noch mehr erfahren. Deswegen an der Stelle vielleicht auch gar nicht so viel noch verraten. Genau. Und ja, und der letzte große Meilenstein, das letzte große Win nach 18 Monaten durch Asien, Europa und Co. Unsere Workation ging zu Ende. Und wir durften uns eine neue Homepage suchen. Und da war ja lang die Frage, wohin? Ja, es war ja auch ganz am Anfang so, ich habe ja meine Wohnung damals aufgegeben, ganz bewusst bei der Workation, zu sagen, okay, ja, danach stellen wir uns oder währenddessen stellen wir uns die Frage, welcher coole Ort, den wir da besuchen, wird es denn? Und es wurde dann der coole Ort, der ist auch davor. ja, die Entscheidung ist dann doch nach langem Überlegen, langem Hin und Her auf Wien gefallen. Mhm. Wir haben uns dann hier schnell so eine Businesswohnung geholt, die war richtig cool, zum mal ankommen, mal wieder Routinen fassen, und waren auf Homebase-Suche und haben jetzt in Wien ein richtig cooles Office gefunden mit Terrasse, einen richtig coolen Open Space, mit Homebase-Arbeiten, allem durcheinander gemischt. Richtig cool. Mega. Also, wir haben unsere Homebase gefunden. Also, falls du in Wien sein solltest, yes, und uns auch mal vor Ort kennenlernen möchtest, dann weißt du, wo du uns findest. Ja, melde dich auch hier gerne mal bei uns. Dann kannst du vorbeikommen auf einen Kaffee oder dergleichen. Oder einen Workshop. Ja, es wird jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht belächelt, aber es war schon für uns ein Meilenstein, ja, wirklich mal wieder eine Basis zu haben, und deswegen haben wir das jetzt auch mit aufgenommen in diese Folge, in diese Podcast-Folge, weil es schon auch irgendwo Energie freisetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch viel mehr Zeit gibt. Ja, wir waren ja wirklich viel unterwegs, wir wurden immer wieder aus unseren Routinen gerissen, und deswegen sind wir da jetzt sehr, sehr happy, ja, in der lebenswertesten Stadt. Ich glaube, es ist eine der lebenswertesten. Ich bin da gar nicht so drauf, Jahre immer so. Ne? Genau, leben zu dürfen. Aber genau. Für mich persönlich, ich kenne ja, wir waren ja viel auf Reisen, aus München und Zürich. Es gibt viele lebenswerte Städte. Yes. Ich finde es toll, dass es immer wieder gewählt wird. Ja. Yes. Aber wir Wiener, uns ist das, glaube ich, gleich. Ja. Zusammenfassend, in der Nutshell, 2 Jahre Unternehmensathleten, vieles erlebt und viel gelernt, viel entwickelt, und wir sagen immer so, it's just the beginning, und in der Tat ist es auch erst der Anfang. Also wir haben noch vieles im Petto, auf Lager sozusagen. Und was ich gerade sagen wollte, ist ein riesengroßes Shoutout und Danke vor allem an dich, lieber Zuhörer, lieber Zuschauerin. Deswegen deute ich das auch in die Kamera, damit du dich angesprochen fühlst. Denn diese 2 Jahre, die wir da erleben, auch wenn wir zwei da stark mit uns und seit ein paar Monaten auch mit Team interagieren und mit unseren Mentees, aber letztendlich geht es ja darum, dass es ohne dich gar nicht machbar wäre. Ja. Und es geht ja auch um dich und für dich. Ist ja schön, wenn wir da unsere Learnings machen und wir verpacken das ja, damit du was für dich mitnehmen kannst. Ja, und deswegen danke an dich, dass das machbar ist, dass das möglich ist. Und so wie du sagst, it's just the beginning. In dem Sinne, wir sind raus. Yes, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.